Liebe Gäste, im Namen von O2 Telefonica begrüße ich Sie herzlich bei uns im Basecamp. Schön, dass Sie alle hier vor Ort sind oder natürlich auch live vor Ihren Bildschirmen zu Hause. Ja, schön, dass Sie zu Gast sind. Und wir seit mehr als 10 Jahren betreiben wir hier das Basecamp von O2 Telefonica als wunderbaren Ort der Debatte, ein Ort zum digitalen Vordenken und Machen. Und genau dazu passend haben wir unsere Basecamp-Themenwoche mit tollen Partnern gemeinsam gestaltet. Und hier wird sich dieses Mal alles um das Thema Plastec drehen. Dabei steht das Plus vor dem Tech für verschiedene Technologien, wie zum Beispiel Future Tech oder Gov Tech oder auch Security Tech. Und in dieser Woche treffen wir Vordenker, Entrepreneure, Experten der Digitalisierung dazu bei uns aufeinander, um die Zukunftstechnologien des digitalen Lebens und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur zu diskutieren. Ganz wichtig ist dabei bei uns im Basecamp, wird nicht nur debattiert, polarisiert und vorausgedacht, sondern auch antizipiert. Wir lieben den Dialog, denn wir sind eine Community, deswegen nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie Ihre Fragen hier bei uns vor Ort oder natürlich auch beim Livestream über YouTube im Chat und heute Abend ganz besonders, weil es ist ein Fishbowl-Format. Kim wird bestimmt gleich noch was dazu sagen. Und damit Sie in Zukunft auch nichts verpassen, klar, werden Sie Teil unserer Basecamp-Community, abonnieren Sie unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf unseren sozialen Kanälen. Wir freuen uns auf Sie. Und gleich bei uns auf der Bühne starten wir unter dem Motto Responsibility Tech das Thema Digital für alle, digitale Kompetenzen als Schlüssel für digitale Teilhabe. Und dabei werden wir vorrangig um die Fragen gehen, welche digitalen Kompetenzen sind besonders wichtig in einer Welt im Wandel und wie können diese gestärkt werden? Welche neuen Allianzen müssen entstehen, um alle Menschen mit einbeziehen zu können? Und wie genau kann das in der Praxis eigentlich aussehen? Zusammen mit Kim Klebolte, der Geschäftsführerin und Macherin des bundesweiten Digitaltages, haben wir dieses Event zu uns ins Basecamp gebracht. Liebe Kim, damit übergebe ich an dich. Schön, dass ihr da seid und ich freue mich ganz, ganz doll auf die Diskussion. Danke. Ihr könnt gerne mitkommen. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite an alle hier vor Ort. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und natürlich an alle vor den Bildschirmen. Bevor ich gleich mein wunderbares Panel noch kurz vorstellen werde, beziehungsweise ihr euch auch selbst vorstellen könnt, eine ganz kurze Einführung, warum wir als die Initiative des bundesweiten Digitaltags heute hier sitzen und warum wir uns das Thema digitale Kompetenzen anschauen. In jedem Jahr führen wir eine repräsentative Umfrage durch und schauen uns an, wie sieht es denn aus mit der digitalen Teilhabe in Deutschland, wie sieht es denn aus mit den digitalen Kompetenzen in Deutschland. Und in diesem Jahr gab es viele spannende Ergebnisse. Eine Zahl, die ich als Aufmacher mitgebracht habe, ist, dass 3 von 5 Menschen in Deutschland mehr am digitalen Leben teilhaben wollen. 3 von 5 Menschen haben also Lust, sich digital zu beteiligen, haben auch Lust, die digitale Welt zu entdecken, mit den Chancen, mit den auch Risiken, die es dort gibt, und würden sich eben wünschen, dort mehr aktiv zu sein. Wir sehen allerdings auch, dass die Hälfte der Bundesbürger Angst hat, dass sie technischen Entwicklungen nicht folgen können. Und man gibt sich in Deutschland, wenn man fragt, wie schätzen Sie Ihre Digitalkompetenzen ein, nur die Schulnote 3. Und ich glaube, da können wir alle besser sein. Schulnote 3 ist ein gutes Mittelmaß, aber ich glaube, Mittelmaß ist nicht der Anspruch, den wir an uns selbst stellen sollten. Und dafür gibt es ganz viele tolle Initiativen, ganz viele tolle Leute, die sich dafür einsetzen. Und das ist eben auch unser Ziel mit dem bundesweiten Digitaltag, den wir mit einer Allianz von über 25 Partnern 2019 ins Leben gerufen haben. Wir sind ein bundesweiter Aktionstag und wir wollen die Digitalisierung, die digitalen Chancen anfassbar und erlebbar machen. Machen das mit ganz vielen Veranstaltungen dezentral in Deutschland, im Netz, vor Ort, hier in Berlin, in allen 16 Bundesländern und wollen einfach alle mitnehmen auf der Reise in die digitale Welt, wollen über digitale Sicherheitsfunktionen, über digitale Tools und Skills aufklären und uns eben auch die digitalen Kompetenzen anschauen, denn von der Schulnote 3, da erhoffen wir uns natürlich dann doch noch mal ein bisschen mehr. Und neben
unserem bundesweiten Digitaltag, mit dem wir auch heute diese Veranstaltung hier ausrichten dürfen, gibt es natürlich ganz viele tolle andere Leute, die tolle Dinge in dem Bereich machen. Ich freue mich sehr, dass drei davon exemplarisch für eine ganz tolle auch digitale Zivilgesellschaft hier heute mit mir auf dem Panel sitzen. Wir werden uns entlang eurer Projekte und auch so ein bisschen Lebenswege hangeln durch das Thema digitale Kompetenz, vor allem auch Desinformation, Sicherheit im Netz. Ihr könnt euch gleich gerne noch mal selber vorstellen zum Thema digitale und smarte Bildung, macht unter anderem der Bitkom, der Deutsche Digitalverband, mit seinem Smart School Netzwerk sehr viel. Ich sehe, das wird ein Zungenbrecher für den Abend. Lea Schrimpf, ich freue mich sehr, Lea, dass du heute hier bist. Du bist Bereichsleiterin für das Thema Bildungspolitik beim Bitkom. Das Basecamp ist dir bekannt aus verschiedenen Formaten, deswegen schön, dich heute hier bei uns zu haben. Danke. Dann haben wir ein weiteres super spannendes Projekt, das Digital Self-Defense Center von Kyron. Da geht es darum, sich das Thema Sicherheit im Netz, digitale Grundkompetenzen mal genauer anzuschauen, eine Online-Plattform aufzubauen und zu schauen, wie kann man eigentlich Schulung aufbauen, wie können wir auch verschiedene Zielgruppen erreichen, die vielleicht nicht so einfach aktuell erreicht werden. Dafür freue ich mich sehr, dass wir hier haben Dr. Gunda Amand-Amoros. Sie ist Senior Project Managerin im Projekt des Digital Self-Defense Centers und ihr macht da ganz spannende Arbeit, deswegen Gunda auch da sehr gespannt, wie du vor allem auch über den deutschen Tellerrand blicken wirst, so ein bisschen, wie es international aussieht. Und last but definitely not least, die Frage, wie sieht es denn aus mit Desinformation, wie sieht es aus mit Fact-Checking im Netz, wie kann man dem Ganzen auch einen Gamification-Ansatz geben, das Ganze irgendwie online, digital abbilden, um da auch niedrigschwellig die Menschen abzuholen. Dafür Experte heute auf dem Panel, Daniel Weimer. Daniel ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Codetect, einem Verein, der sich dafür einsetzt, Desinformation zu bekämpfen und das gemeinsam online in der Community zu machen. Deswegen auch da, Daniel, toll, dass du heute da bist. Und ich würde sagen, vielleicht starten wir einfach mal damit, dass ihr so ein bisschen erzählt, wer ihr so seid, was ihr so macht und vielleicht auch, wo das Thema digitale Kompetenzen bei euch im Projekt, im Arbeitsalltag so mit drin ist. Lea, starten wir mal mit dir. Super, dann fangen wir direkt hier an. Vielen Dank an dich, liebe Kim, für das tolle Intro. Kim hat es gesagt, ich bin sozusagen Leiterin für den bildungspolitischen Bereich im Digitalverband Bitkom. Das klingt jetzt irgendwie fancy, aber man weiß nicht so ganz, was das heißt. Was das heißt, ist, dass ich sozusagen die Zusammenarbeit unserer Mitgliedsunternehmen zu den Bildungsthemen verantworte. Und das hat total viel für uns mit Digitalisierung zu tun, weil es natürlich einerseits immer darum geht, digitale Kompetenzen entlang der gesamten Bildungskette zu stärken. Das heißt auch zu überdenken, wie funktionieren unsere Bildungssysteme, wie funktioniert aber auch, also einerseits frühkindliche Bildung, schulische Bildung, Hochschulbildung, Ausbildung, aber auch Weiterbildung im Unternehmen, Weiterbildung außerhalb des Unternehmens entlang der gesamten Lebenslaufbahn und wo können bestimmte Maßnahmen, sowohl politische Rahmenbedingungen als auch bestimmte Projekte dazu beitragen, dass diese Kompetenzen gestärkt werden und dann andererseits natürlich nochmal die Perspektive, wie können auch digitale Technologien dabei unterstützen, das Lernen nochmal effizienter, nochmal personenbezogener, einfach nochmal besser zu machen und auch das wieder entlang der gesamten Bildungskette. Wir haben ein paar Sonderprojekte, wie das Smart School Projekt, von dem du gesprochen hast, ein Wettbewerb, den wir jedes Jahr ausschreiben, bei dem wir sozusagen die smartesten Schulen Deutschlands auszeichnen können. Das ist eine große Freude, in dem Projekt zu arbeiten und Kontakt zu so vielen tollen Schulen zu haben, die sich wirklich sehr aktiv dafür einsetzen, sowohl die Kompetenz als auch die Technologieseite zu stärken. Und das ist so ein bisschen vielleicht erstmal der grobe Rundumschlag. Vielen Dank. Gunda, ein Digital Self-Defense Center. Wir fanden es alle ganz spannend, als wir es gegoogelt haben. Hol uns ab, was genau verbirgt sich dahinter und was macht ihr? Sehr gern. Ja, auch so ein bisschen ein Zungenbrecher. Vielleicht fange ich erst mal mit dem an, was Kyron Open Higher Education vor allem macht. Wir versuchen, Geflüchteten weltweit Zugang zu Bildung zu geben und haben dafür unsere eigene Online-Lernplattform, den Kyron Campus. Und auch auf dem Kyron Campus ist ein Kurs, der Basic Digital Skills heißt, einer der beliebtesten Kurse unter unseren Geflüchteten. Das ist eigentlich so die Hauptzielgruppe. Und dann würde ich sagen, so nebenbei machen wir auch andere kleine Projekte, die weiter in Richtung digitalisieren
digitale Sicherheit gehen. Dazu gehört eben auch der Digital Self-Defense Center. Das ist eine separate Plattform. Dafür haben wir eine Plattform aufgebaut und bislang zwei Kurse entwickelt. Die haben sich ursprünglich vor allem an AktivistInnen, JournalistInnen, Kulturschaffende, Leute in illiberalen Regimen gerichtet weltweit, ob das nun Leute in Russland, Myanmar oder Afghanistan sind, die eben genug Englisch können, um sich diese Themen anzueignen. Und dann in der zweiten Phase haben wir gesagt, wir möchten uns noch mehr auf Afghanistan konzentrieren und im Zuge der Übernahme durch die Taliban in Afghanistan haben wir gesagt, also wir müssen wirklich Inhalte schaffen, die angepasst sind an den afghanischen Kontext, eben den Lebensrealitäten vor Ort entsprechen und es gibt eben auch wenig Inhalte zu digitaler Sicherheit in Sprachen, die in Afghanistan gesprochen werden. Und deswegen haben wir unsere Kurse in Dari und Pashto übersetzt und versuchen damit eben Leute zu erreichen. Eigentlich ist unser Ansatz bei Kyren immer, dass natürlich hochwertige Online-Kurse gut sind. Noch viel besser ist es, wenn man darum noch ein Programm baut mit Tutorien oder Mentoring, damit die Leute wirklich das Gefühl haben, sie sind Teil eines Kurses, lernen mit anderen zusammen. Das ist jetzt da noch nicht der Fall, aber um das Ganze noch interessanter zu machen, mehr aufzulockern, haben wir jetzt in letzter Zeit dazu kleine Animationsvideos entwickelt und dadurch ist das wirklich auch sehr ansprechend geworden. Vielen Dank. Daniel, wie sieht's bei euch aus? Was genau macht ihr mit Codetect? Ja, es ist schwierig, finde ich, so als Letztes zu kommen. Also das hört sich wirklich sehr spannend an. Freue ich mich schon sehr auf die Diskussion. Ich glaube, du hast das vorhin schon perfekt vorgestellt tatsächlich. Ich bin heute hier als Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Codetect. Und Codetect ist sozusagen eine gemeinnützige NGO, die sich mit der Frage befasst, was können wir gegen Desinformation tun und dabei vor allem sich darauf fokussiert, Nachrichtenkompetenz im deutschsprachigen Raum zu fördern. Hört sich jetzt auch alles sehr abstrakt an. Dazu gibt es später auf jeden Fall noch mal mehr Detail. Vielleicht noch mal kurz zu uns als Organisation. Wir haben uns tatsächlich vor 3,5 Jahren bei der ersten Corona-Welle sozusagen gefunden. Das wirkt jetzt schon wieder wie so eine ganz andere Zeit. Damals war diese Zeit aber noch sehr beängstigend für uns alle, weil wir noch nicht wussten, was das Virus bedeutet. Es gab sehr viele Falschinformationen und damals hatte die Bundesregierung den Wir versus Virus Hackathon ausgerufen und da haben sich dann damals war ich noch in Dublin, 10 Fremde über Slack gefunden und haben dann sozusagen komplett digital diese Idee entwickelt von einer Organisation, die doch alle BürgerInnen dazu befähigen sollte, sich gegen Desinformation einzusetzen. Und diese Idee ist dann glücklicherweise auch über den Hackathon hinausgewachsen und ein Jahr später haben wir uns dann auch gegründet als gemeinnützige Organisation. Und seitdem haben wir unterschiedliche Projekte umgesetzt, viele liegen auch noch in der Zukunft. Wir haben unter anderem eine Community-Plattform ins Leben gerufen, wo sich alle Menschen beteiligen können als Trust-CheckerInnen, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Wir haben aber auch Workshop-Formate für Geflüchtete gemacht, gerade aus der Ukraine auf Russisch, ukrainisch und englisch so. Und wir haben auch beispielsweise Workshop-Formate für SchülerInnen, dazu gerne auch noch mehr. Und nächstes Jahr werden wir noch eine große Kampagne launchen, auch im Bereich Nachrichtenkompetenz mit zwei anderen größeren Stiftungen in einem der neuen Bundesländer zu den Wahlen. Also es ist wirklich sehr viel gerade. Und alle diese Projekte verbindet eben diese eine Basis, dass wir uns auf das Prinzip des Trust-Checkings, das wir konzipiert haben, fokussieren. Das so ein bisschen eine Alternative zum Fact-Checking sein soll. Und gerne zu Codetect auch noch mehr. Zu meiner Person vielleicht, ich habe mich auch davor schon sehr viel mit Desinformation auseinandergesetzt, unter anderem bei der NATO in Lettland, bei einem Think Tank in Washington DC und auch kurze Zeit bei der Europäischen Kommission im Generaldirektorat für Kommunikation und war dann in meiner letzten hauptamtlichen Verwendung bei Twitter auch Ansprechpartner für die Politik für diese Themen in Deutschland, Russland und dann leider auch die Ukraine. Da ging es natürlich sehr viel um Gesetzesentwürfe und um politische Debatten, aber auch stark um die geopolitischen Implikationen von Desinformation und andere Bedrohungen tatsächlich, die es im Netz gibt. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, auch die anderen Perspektiven hier einzunehmen oder besser zu verstehen. Ich glaube, dass sich da viel ergeben kann und freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, alleine aufgrund eurer kurzen Vorstellung und der Projektvorstellung haben wir, plus 10 Themenpunkte, die wir jetzt aufgreifen können von Politik, Geopolitik, einem internationalen Aspekt der Frage,
wie sehen digitale Kompetenzen eigentlich aus, einer Schulperspektive, einer Zielgruppenperspektive. Und bevor wir weiter in die Diskussion einsteigen, vielleicht noch für Sie hier vor Ort und für Sie online im Netz eine Antwort auf die Frage, die Sie sich vielleicht gestellt haben, warum da ein leerer Stuhl steht. Nein, es ist Gott sei Dank niemand erkrankt. Wir hoffen, Pandemie und auch Erkältungswellen hinter uns gelassen zu haben. Aber wir haben dieses Format bewusst als Fishbowl-Format konzipiert, weil wir es natürlich super schön und spannend finden, mit uns selbst zu diskutieren. Und ich glaube, auch dafür ist der Abend zu kurz. Aber natürlich auch, weil wir Ihnen hier und Ihnen vor Ort im Netz die Möglichkeit geben möchten, gerne mitzudiskutieren, Ideen, Fragen, eigene Projekte, Impulse reinzugeben. Das heißt, wenn Sie an irgendeinem Punkt sich denken, hey, das ist spannend, da habe ich eine Rückfrage zu, da würde ich gerne nochmal einen Impuls aus meiner Arbeit, aus meinem Alltag mit reinbringen. Und auch wenn Sie zu Hause vor den Bildschirmen sagen, hey, da hätte ich doch gerne nochmal eine dezidierte Antwort von einem der Panelistinnen oder Panelisten, dann melden Sie sich hier gerne vor Ort einfach mit Handzeichen, gerne auch penetrant, damit ich Sie sehe. Zu Hause können Sie das über die Online-Funktion, das wird uns dann hier auf den Bildschirm gegeben. Und dann freuen wir uns, wenn neben euch dreien hier auch noch der vierte Stuhl gefüllt wird. Das ist ein Angebot, was wir machen. Wenn nicht, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie einfach der Diskussion folgen oder es natürlich im Netz auch online diskutieren. Und ich würde vielleicht gerne die inhaltliche Diskussion starten mit einer eigentlich ganz einfachen Frage, aber ihr habt so viele verschiedene Perspektiven, deswegen nehme ich sie doch mal mit. Es wird ja viel diskutiert im schulischen Kontext, im beruflichen Kontext, in der NGO-Welt, was denn so die digitalen Kompetenzen der Zukunft sind. Trust-Checking, Desinformation, die Frage, was an euren Smart Schools beigebracht wird, auch ganz grundlegende Kenntnisse, eine Frage von digitaler Kompetenz und Sprache. Wo seht ihr denn die wirklich digitalen Kernkompetenzen, die es fürs 21. Jahrhundert braucht und warum? Ich fange mal bei dir an, Lea. Also das ist jetzt auch eine sehr umfangreiche Frage und ich will auch allen anderen nichts vorwegnehmen, deswegen steige ich jetzt vielleicht mal sozusagen mit der Metaebene ein. Also auf der Metaebene würde ich sagen, dass es einfach grundsätzlich natürlich so ist, dass wir beobachten und das auch Realität ist, dass Digitalisierung immer mehr Bestandteile unseres Lebens beeinflusst. Ne? Es ist ein immer selbstverständlicherer Bestandteil von unserem Leben, dass wir ein Handy dabei haben, dass Dinge im Netz passieren, dass wir zum Teil auch manche Verwaltungsgänge vielleicht mittlerweile digital machen können, wenn auch noch nicht genug. Aber das wird immer selbstverständlicher. Und es ist einfach unfassbar wichtig, dass in jeder Lebenslage, in jedem Alter Menschen klargemacht wird, das ist nicht etwas, was ausgekoppelt ohne euch passiert. Das ist etwas, was mit euch passiert und was mit euch passieren muss, was ihr aktiv gestalten könnt. Und dieses Selbstverständnis zu vermitteln, das ist was, was sowohl jetzt in der frühkindlichen und schulischen Bildung als halt auch im lebenslangen Lernen relevant ist, zu sagen, Digitalisierung geht nicht ohne euch, das könnt ihr mitgestalten. Wie könnt ihr das mitgestalten? Wie könnt ihr selbstbestimmt daran teilhaben, dass Digitalisierung für euch ist und euers ist und nicht ein exogener, externer Körper, der sich irgendwie bewegt, auf den ihr keinen Einfluss habt? Das ist für mich so ein bisschen der Grundsatz, der dahinter steckt. Dann gibt es natürlich sozusagen, können wir jetzt noch tiefer einsteigen in die verschiedenen Kompetenzarten, sei es jetzt Umgang mit Desinformation, grundlegende Medienkompetenz, seien es spezifische Kompetenzen, wie auch zu wissen, wie man programmiert oder wie man Daten auswertet, wie Daten überhaupt funktionieren, was Daten überhaupt sind und Co. Aber das würde ich sagen, ist aus meiner Perspektive so die Metaebene, unter die dann alles fällt. Wunderbar, ich habe viel Nicken gesehen, also ich glaube, mit der Metaebene sind wir alle einverstanden. Vielleicht, Gunda, einmal auf dich und auf euer Projekt bei Kyron geschaut. Ja, also ist natürlich eine ganz schwierige Frage und für mich ist da dann erstmal eigentlich die nächste Anschlussfrage, wen wollen wir denn damit erreichen und welchen Bedrohungsszenarien ist der oder die möglicherweise ausgesetzt? Und natürlich, ob es, also für uns sind das eben entweder zum Beispiel syrische Geflüchtete in Jordanien, welche Bedrohungsszenarien erleben die online im Vergleich zu Aktivistinnen in Afghanistan? Das sind natürlich ganz andere Bedrohungen und insofern ist für uns immer das Wichtigste, dass wir am Anfang eine gute Bedarfsanalyse machen und die Leute dort abholen, wo sie stehen und wirklich bedarfsorientiert Content, Inhalte entwickeln und die Leute dort abholen. Das ist das Wichtigste. Bei uns ist das vielfach einfach ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen, ein gewisses Mindset zu kreieren und dann eben wirklich den Leuten die Tools an die Hand zu geben, damit sie lernen, sich
online sicher zu bewegen, ohne sich selbst und eben auch andere zu gefährden. Aber das ist eben sehr unterschiedlich. Vielleicht auch wieder noch ein Beispiel aus Afghanistan. Also bei uns ist das zum Beispiel auch die Frage, welchen Messenger verwendet man am besten? Ist das nun Signal oder ist es WhatsApp oder ist es Telegram? Und dann kann es vielfach, können es auch so Techniken sein, dass man eben hin und her switcht zwischen den verschiedenen Messengern, um eben Nachverfolgung unmöglich zu machen. Also damit eben ja, Kommunikationswege einfach nicht klar nachvollziehbar sind. Das sind vielleicht so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die vielleicht ein bisschen anders sind als eure. Aber ich greife es gerne, Daniel, bevor wir zu dir kommen, kannst noch kurz überlegen, was du noch antworten und ergänzen möchtest. Eine Follow-up-Frage, weil Lea sprach ja an, dass es auch wichtig ist, dass man klar macht, Digitalisierung ist was, das passiert nicht einfach, das kann man gestalten, das ist irgendwie ein partizipativer Prozess. Vielleicht mal ganz konkret ins Projekt geschaut, Biome Digital Self-Defense Center, da muss es ja eine Ursprungsidee gegeben haben, das wurde ja, du hattest es gesagt, in der zweiten Phase mit dem Schwerpunkt Afghanistan auch weiterentwickelt. Vorher waren es vom Verständnis her vor allem auch JournalistInnen, AktivistInnen, die in der Zielgruppe angeschaut waren. Wie habt ihr das denn da gestaltet in der Weiterentwicklung? War das ein partizipativer Prozess? War das mit dann auch den Zielgruppen, die ihr adressieren wolltet? Vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit in die Praxis. Ja, also im ersten Teil des Projektes war ich nicht involviert, da war ich noch nicht bei Kyren, aber als ich dann zu Kyren kam und den Afghanistan-Teil gestalten sollte, habe ich mal vor langer, langer Zeit, 2005 bis 2008, 2,5 Jahre in Afghanistan gearbeitet und habe auch noch eigentlich ein ganz gutes Netzwerk und habe einfach eine Online-Befragung gemacht unter den Leuten, die ich so kenne und das waren insgesamt gut 100 Leute, die darauf geantwortet haben, um zu gucken, was wirklich so die Hauptthemen sind, die dabei nachgefragt werden, auf die wir uns konzentrieren müssen. Also es wurde sehr partizipativ gestaltet. Wir haben auch auf unserer Plattform die Möglichkeit, Feedback zu geben. Also Leute, die den Kurs durchlaufen, können uns dann die Rückmeldung geben und wir sind auch im Austausch mit der Zielgruppe und jetzt sind wir dabei, neue Inhalte noch zu entwickeln und da geht es auch unter anderem demnächst um Fake News. Wie erkennt man diese? Also insofern sind das, glaube ich, ähnliche Themen dann wieder. Wunderbar, die perfekte Überleitung zu dir. Ja, genau. Also ich finde das, was ihr beide gesagt habt, super. Tatsächlich wollte ich auch gerade so ein bisschen das, was du gesagt hast, kurz nochmal aufgreifen, weil das ist echt ein Punkt, den ich selten auf Panels höre, dass man sagt, es kommt wirklich darauf an, wie man erreichen will, weil wir merken bei Codetect, und dann verspreche ich, werde ich auch gleich die Frage beantworten, bei Codetect merken wir zum Beispiel, was jetzt Schulen in Deutschland oder SchülerInnen gerne an Digitalkompetenzen hätten oder brauchen, ist was ganz anderes, was ich zum Beispiel mitgenommen habe von meiner Verwendung noch bei Twitter, als ich auch mit belarussischen, russischen, ukrainischen Aktivisten viel gesprochen habe und wenn man das so ein bisschen gegenüberstellt, also man hat beispielsweise in Deutschland dann ganz oft das Problem, es gibt kein WLAN in der Schule oder viele SchülerInnen, gerade auch aus sozial schwachen Milieus, haben keinen Zugang zu Endgeräten. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber wenn wir dann schauen mal in andere Bereiche, auch gerade in autoritäre Regime und dass da dann praktisch die Problematik eher darin liegt, dass man nicht weiß, welche Daten können soziale Medien eigentlich abgeben an die Regierung, ist meine Kommunikation sicher, wie kann ich mich anonym im Internet bewegen? Nicht, weil man vielleicht hier in Deutschland denkt, um dann andere Leute mit Hasskommentaren zu überfüllen, sondern eher, weil wirklich die eigene Sicherheit davon betroffen ist. Also super, super, super guter Punkt. Ich wollte tatsächlich etwas viel weniger Krasses sagen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, was ich interessant oder wichtig finde für die Zukunft, ganz abstrakt gesagt, ist die Fähigkeit, sich immer anpassen zu können. Und es greift halt auch ein bisschen auf, was du gesagt hast, dass man das ja mitgestaltet, aber dass man auch diese Neugier haben muss, sich immer wieder auf etwas neu einzulassen und dass das niemals endet, dieser Prozess und dass wir in 20 bis 30 Jahren eine ganz andere Logik in der Technologie haben wie jetzt und dass man diesen dass man diese Fähigkeit nicht verlieren darf und immer wieder auch sozusagen füttern muss, diese Neugier, genau. Vielleicht nochmal eine direkte Follow-up-Frage, weil du hattest es anfangs erwähnt, das Thema Trust-Checking gegenübergestellt zu Fact-Checking, was, glaube ich, ein Begriff ist, den man ja vielleicht ein bisschen häufiger auch medial hört. Ihr macht ja ganz bewusst eine Unterscheidung. Hol uns vielleicht mal ab für diejenigen, die nicht eure Website, wie ich im Vorhinein gelesen habe, wo ihr den Unterschied macht und vor allem auch, warum ihr ihn bewusst macht. Ja, gerne. Also tatsächlich, ich würde es mal versuchen, so ein bisschen gegenüberzustellen in 3 Punkten, um es einfacher zu machen. Und bitte gebt mir Bescheid, wenn es ein bisschen zu kompliziert und verkopft ist. Wenn man das selbst 5000 Mal schon gehört hat, dann ist es ja immer einfacher. Also beim Fact-Checking geht es generell darum, dass man
dass ein paar wenige Leute dieses Fact-Checking durchführen, also JournalistInnen oder FactcheckerInnen, ExpertInnen in einem gewissen Gebiet. Außerdem ist es etwas, was eher reaktiv passiert, es ist etwas, was lange braucht, weil man will ja jede Tatsachenbehauptung in einem Artikel auch prüfen und am Ende kommt dann raus, ist das Ganze wahr oder ist es falsch? Soweit, so gut. Und wir wollten mit dem Trust-Checking-Ansatz, wie der Name schon sagt, einen Ansatz finden, der alle dazu befähigt, also nicht nur ein paar wenige, eine Art Bewertung durchzuführen. Wir wollten, dass die Leute das schaffen, relativ schnell zu tun und vor allem mit einem bewährten System, in dem sie immer wieder journalistische Qualitätsmerkmale wie so eine Art Checkliste innerlich durchgehen bei der Bewertung von Inhalten. Und am Ende sollte eben gar nicht das Ergebnis stehen, ist das jetzt wahr oder falsch, was ja oft auch so eine Abwehrhaltung hervorruft bei vielen Menschen, so eine Deutung, sondern dass man sagt, ist es mehr oder ist es weniger vertrauenswürdig? Und was ich meine mit diesen Qualitätsmerkmalen, das ist jetzt tatsächlich gar kein Zaubertrick. Viele von uns werden es vielleicht schon gehört haben. Das sind einfach ganz normale Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, hat dieser Artikel eigentlich einen Autor oder eine Autorin? Und ist diese Person journalistisch tätig oder ist es einfach nur ein Social-Media-Nutzer? Passt der Titel eigentlich zum Inhalt oder ist es Clickbait? Das Bild, ist das falsch kontextualisiert? Stellt das wirklich die Demonstration in Paris dar oder ist es eigentlich eine Demonstration in Lyon vor 5 Jahren? Und ist die Sprache hoch emotionalisiert? Werden viele Superlative genutzt? Werden Zitate genutzt? Und unsere These ist sozusagen, die vielleicht auch ein bisschen provokativ ist, ist, ich persönlich, nehme ich mich jetzt mal als Beispiel, ich muss kein Arzt sein, der versteht, ob dieses Medikament im Artikel wirklich gegen Covid hilft. Sondern das, was ich in der Lage sein muss zu tun, ist zu verstehen, hat dieser Artikel gewisse Rahmenbedingungen. Also gibt es überhaupt einen Autor oder die Sprache ist ziemlich hasserfüllt geschrieben, sehr viele Superlative. Das Bild ist gar nicht das, was es eigentlich beschreibt zu sein. Und wenn diese ganzen Komponenten zusammenkommen, das ist eine größere Checkliste, habe ich schon ein Gefühl dafür, auch ohne jetzt hier Experte zu sein, das kommt mir nicht ganz gut vor. Ich gucke mir lieber noch mal ein paar andere Quellen an, bevor ich das jetzt weiterleite und mein ganzes Wissen darauf fuße. Und das soll dann letzten Endes in so ein gewisses gesundes, bewusstes und demokratisch-kritisches Verhalten mit Medien führen. Also so eine ganz gesunde, kritische Haltung, die wir dann immer wieder auch haben, wenn wir Inhalten online begegnen. Genau. Das klang, fand ich jetzt gar nicht wahnsinnig sperrig, vielleicht trotzdem nochmal, weil ich glaube, das ist auch ein ganz cooler Punkt, was ihr mit der Plattform macht. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht so in 2, 3 Sätzen, wie sieht das aus, wie kann man sich dann auf der Plattform bei euch einbringen? Weil es hat so ein bisschen so einen Detektivgedanken, Detektivengedanken. Das fand ich eigentlich ganz cool aus einem Gamification-Ansatz. Vielleicht nochmal da, weil das ist ja ein offenes Projekt, auch ein bisschen der kurze Werbeblock, wie genau das aussieht bei euch auf der Plattform. Ja, vielen Dank. Also die Plattform ist tatsächlich einer unserer Projekte und ich glaube, das visionärste Projekt, das, was auf die längste Zeit gedacht ist, was ja bei solchen NGOs oft gar nicht so der Fall ist, weil man oft in kürzeren Projekten denken muss. Aber die Plattform an sich ist sozusagen eine Art Hub, wo sich alle anmelden können und DetektivInnen werden können, wo Inhalte eingereicht werden können und die dann die Community anhand dieser Kriterien quantitativ überprüft. Es gibt auch die Möglichkeit, qualitative Kommentare dazulassen, aber es hat diesen Gedanken von, man meldet sich an und man bekommt Inhalte sozusagen in die Timeline gespült, so ein bisschen wie bei den sozialen Medien, nur dass das Inhalte sind, die andere einreichen können. Und diese Inhalte werden dann durch diesen Prozess gejagt sozusagen und man kann dann Punkte vergeben und am Ende kommt eine Skala raus von 100 bis 0, also von vertrauenswürdig bis eher nicht vertrauenswürdig. Und selbst nachdem dieses Ergebnis veröffentlicht wurde und das ist dann auch auf der Plattform, können auch weitere User nochmal diskutieren, ob sie wirklich finden, dass das so ist. Also wir bieten da auch noch genug Freiraum sozusagen, um das nochmal anzufechten. Und diese Community soll, und deswegen ist das auf die Dauer gedacht, die erste Trust- oder auch Fact-Checking-Community der Welt werden, weil es sowas in anderen Ländern noch nicht gibt. Und wir versuchen gerade, die weiter auszubauen, die noch näher an die Nutzer und Nutzerinnen zu bringen, weil jetzt ist sie sozusagen fertig und jetzt geht es darum, die besser zu bewerben. Und das ist sozusagen das Projekt, das bei uns oft im Hintergrund läuft und auf die Dauer gedacht ist. Genau. Sehr, sehr spannend. Gunnar, vielleicht einmal, weil ich das Thema Community Building total spannend finde. Das ist, glaube ich, in einem demokratischen Staat, ihr habt es ja aus einer Wir versus Virus-Idee, die ja sogar quasi staatlich initiiert war, mitentwickelt. Jetzt schaut ihr euch ja vor allem auch autoritäre Regime an, Bereiche, in denen grundsätzlich die Frage eigener Sicherheit im Netz, auch eigener physischer Sicherheit nochmal primär vorangestellt ist. Wie ist das denn bei euch, abseits von, ich sag mal, dem Wissens- und dem Kompetenzvermittlungsteil, so das Thema Community-Austausch, auch voneinander lernen, gegenseitig was aufbauen. Ist das was, was sie auch mit dem Digital Self Defense Center aufbaut oder mit anderen Projekten oder ist es wirklich die reine Wissensvermittlung?
Ja, mit dem Digital Self-Defense Center ist es eigentlich erstmal die reine Wissensvermittlung, aber wir starten jetzt gerade ein Folgeprojekt und das hat mich von der Idee her sehr an das erinnert, was du gerade beschrieben hast. Also da planen wir, also das ist erstmal nur eine Machbarkeitsstudie für ein Projekt, das dann hoffentlich in einem Jahr oder so startet. Also wir wollen gucken, ob es Sinn macht, eine, ja ich sage jetzt auch mal Plattform oder einen Mechanismus zu schaffen, in den ja, AktivistInnen in illiberalen Regimen sozusagen Bedarfe einspeisen, also Bedarfe für digitale Tools, die sie dabei unterstützen, ihre Arbeit ja, online zu betreiben, ohne sich dadurch zu gefährden. Und das Ganze soll dann durch eine Community, aber auch durch Experten gecheckt werden. Und dann entsprechend eines Ampelsystems sollen dann diese Tools freigeschaltet werden. Also gibt's dann, ja, kann unbedenklich empfohlen werden oder ist sozusagen freigeschaltet für die nächsten 3 Monate. Muss dann nochmal überprüft werden, weil ja sich Kontexte auch sehr dynamisch verändern. Oder eben von der Nutzung wird abgeraten. Genauso möchten wir damit dann auch eine Plattform bieten für IT-Unternehmen, die daraus dann wiederum Ideen ziehen für digitale Produkte, die sie entwickeln möchten oder ja, wenn sie nach Ideen suchen, was sozusagen auf dem Markt gebraucht wird, dann können Sie daraus Ideen ziehen. Also das, da gibt es schon einige Parallelen. Sehr spannend. Werde ich gerne mit dir nochmal später in Kontakt treten. Wunderbar. Wir freuen uns auch, wenn die Panelisten untereinander nachher noch mit dir sprechen. Vielleicht Lea nochmal zu dir geschaut. Daniel, finde ich, hat es ganz schön gesagt, so das Thema mit dem detektivischen Ansatz an verschiedene Kompetenzen gehen. Du hast den Community-Gedanken angesprochen. Wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, fühlte ich mich da selten als Detektivin. Das mag jetzt vielleicht an meiner Schule gelegen haben, aber das ist ja nun mal, Schule ist ja nun mal der Raum, wo wir die zukünftige Generation bestenfalls auf eine unsichere, eine unplanbare, eine auch sicherlich sehr toll gestaltbare Zukunft vorbereiten bestenfalls. Und den Community-Ansatz verfolgt ihr ja mit dem Smart School-Netzwerk. Der Netzwerkgedanke sagt ja, ihr trefft euch, ihr tauscht euch untereinander aus. Jetzt wurde ja erstmals auch eine Schule außerhalb von Deutschland, also eine deutsche Schule in den USA ausgezeichnet. In eurer Arbeit, wo merkt ihr denn, wo liegen denn gute Ansätze dieser Smart Schools und was wünschen sich vielleicht auch Schülerinnen und Schüler, um auf diese Zukunft vorbereitet zu werden, weil ich würde, Spoiler vorab, vermuten, es ist eher ein detektivischer Ansatz als ein Overhead-Projektor, aber ihr schaut es euch ja in Umfragen auch an. Wir schauen uns das auch an, genau. Ähnlich wie ihr auch im Bereich digitale Teilhabe machen wir das natürlich auch für den Bildungsbereich. Wir haben da jetzt erst im Sommer wieder eine Schülerbefragung durchgeführt und auch die Ergebnisse veröffentlicht, die uns ganz klar gezeigt haben, dass der Wille von Schülerinnen und Schülern, digitaler zu lernen und zu digitalen Themen zu lernen, also auch zum Thema Umgang mit Desinformation, Sicherheit im Netz, dass das Interesse riesengroß ist, dass aber dieses Interesse sozusagen nicht erfüllt wird von den Schulen, zumindest im Großteil nicht. Da haben wir ein paar ganz spannende Findings gehabt. Unter anderem, was ich ganz cool fand, war, dass sich, glaube ich, irgendwie so um die 70% der Schülerinnen und Schüler mehr Inhalte zu technischen Grundlagen wünschen. Also so die Frage, wie ist eigentlich so ein Laptop aufgebaut? Wie kann ich den vielleicht reparieren? Welches Bauteil ist was? Dass das ein total großes Interesse unter anderem ist, fand ich super spannend. Und um das jetzt so vielleicht direkt mit den Smart Schools zu verknüpfen, was wir da sehen an Ansätzen, die gut funktionieren, sind oft insbesondere interdisziplinäre Ansätze. Das heißt, wenn es darum geht zu verknüpfen, hey, wo kann ich denn diese Kompetenzen, die irgendwie was mit Digitalisierung oder mit Technik zu tun haben, auch in anderen Fächern und in anderen Inhalten nutzen? Also, dass Projekte durchgeführt werden, die wirklich das miteinander verknüpfen, die irgendwie sagen, Thema Desinformation zum Beispiel können wir auch die sozusagen in Kombination von Informatik und Deutschunterricht zum Beispiel machen, weil das sozusagen die 2 Gebiete sind, die das betrifft. Und da sozusagen den aktiven Connect herzustellen, damit Schülerinnen und Schüler auch verstehen, was heißt das denn sozusagen für andere Bereiche, dass das nicht wieder ähnlich wie grundsätzlich das Verständnis davon, was Digitalisierung ist, so als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern als integrativer Bestandteil von anderen Inhalten. Also das ist so ein bisschen das eine und das andere ist natürlich auch, was du auch gesagt hast, so ein bisschen diese Neugier und diese Lust auf Veränderung, dass das auch gelebt wird von Lehrkräften, von Schulleitungen, auch im Einsatz von Technologien, auch mal im Ausprobieren von neuen Formaten und auch
darin, dass den Schülerinnen und Schülern Freiheit gegeben wird, die Unterrichtsinhalte zum Teil selbst zu gestalten. Wir haben eine ganz tolle Smart School im Netzwerk, die jetzt komplett neuen Gebäudeflügel gerade ausbaut und den sozusagen zum Makerspace für Schülerinnen und Schüler ausbaut, wo sie verschiedene Formate selbst ausprobieren können, Podcasts aufnehmen können, Videoformate aufnehmen können, also sozusagen aktiv darin befähigt werden, diesen detektivischen Geist oder dieses Verlangen danach, Dinge auszuprobieren, wirklich auszuleben. Also dass das nicht nur Gerede ist, sondern tatsächlich sozusagen in die Praxis umgesetzt werden kann. Davon gibt es einige Schulen, die solche Ansätze verfolgen und das sind auch meistens die Schulen, die dann auf Veranstaltungen auch ihre Schülerinnen und Schüler mitbringen. Also daran erkennt man auch immer diejenigen, die gute Ansätze verfolgen, wo die Schülerinnen und Schüler auch Lust haben, irgendwie vor großen Gruppen vorzustellen, hey, das sind coole Projekte, die wir selber machen können, wo wir selber darin befähigt werden, uns auszuprobieren und die Schwerpunkte zu setzen, die wir wichtig finden. Also das sind so ein bisschen, glaube ich, die Richtungen, in die es gehen kann, wenn man so an dem Grundkonzept Zukunft der Schule arbeitet, sind das, glaube ich, gute Inspirationen. Aber man muss auch sagen, es ist die Ausnahme. Aber auch die Ausnahme kann ja Gott sei Dank Inspiration sein, genau, und vielleicht zumindest schon mal erste Schritte zu einem Zukunftsbild geben, dafür, so mein Verständnis, so macht ihr ja dieses Netzwerk oder diese Netzwerkarbeit. Daniel, was ihr macht, ihr schaut euch auch so ein bisschen den Schulbereich an, weniger Schülerinnen und Schüler, aber vor allem auch Lehrkräfte mit dem Trust-Checking-Kit. Hol uns mal so ein bisschen ab, wo setzt ihr denn da an? Wie kann man denn mit euch oder durch euch innovativen Unterricht der Zukunft gestalten? Ja, also mich hat das jetzt auf jeden Fall schon mal inspiriert. Ich fand das super cool, was du da gerade gesagt hast. Wir haben versucht, mit dem Trust-Checking-Kit sozusagen ein Format zu schaffen, das Lehrkräfte nutzen können, um dann selbst im Unterricht die Themen Desinformation anzugehen. Und das ist tatsächlich vor 1,5 Jahren entstanden aus einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne. Und wir haben da von Anfang an auch mit Lehrkräften zusammengearbeitet, um sicher zu sein, dass das letzten Endes auch etwas ist, was in ihre Praxis passt und auch in den Habitus, in die Logik des Unterrichts. Und gleichzeitig haben wir aber auch viel mit SchülerInnen gesprochen, um eben auch zu schauen, dass das Ganze einen gewissen Realitätsbezug hat, dass das nicht zu trocken ist, dass sie das Gefühl haben, sie werden auch abgeholt. Also ich glaube, das ist super gut, da immer wieder ranzugehen, auch zu schauen, was möchte eigentlich die Zielgruppe. Und das Trust-Checking-Kit, das, was dabei rausgekommen ist, ist sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket für, nenne ich es jetzt einfach mal ganz werberaffiniert, das für 8., 9. und 10. Klassen sind, kann auch ein bisschen drunter sein, ein bisschen mehr, je nach den Beispielen, die genutzt werden. Und das ist ein Paket, das für eine Doppelstunde geeignet ist. Man kann es auch länger machen, wenn man möchte. Und aus SchülerInnen-Perspektive ist es sozusagen eine Doppelstunde oder vielleicht auch 3 Stunden, wenn man will, die aus 2 bis 3 Teilen besteht. Also das eine ist ganz klassisch Theorie. Input zum Thema Desinformation, was bedeutet das eigentlich, was ist der Unterschied zu Missinformation, Malinformation, warum ist es wichtig, auf welchen Social-Media-Kanälen bewegen sich, auch ein bisschen Theorie für die Lehrkraft dann in dem Fall. Und dann haben wir einen Praxisteil, wo es darum geht, die Kompetenzen, die man gerade gelernt hat, die verschiedenen Rahmenbedingungen, die ich ja vorhin angesprochen hatte, die man sich selbst erworben hat, auch anzuwenden. Das nennen wir dann den Trustomaten, angelehnt an den Valomat. Also man kann sich direkt anmelden und anonym 3, 4 Beispiele, die sehr nah an der Realitätswelt der SchülerInnen sind, zum Beispiel TikTok-Videos hatten wir da auch, direkt mit diesen Kriterien bewerten. Und dann kann dann die Lehrkraft am Ende sozusagen sehen, wie die einzelnen SchülerInnen diese Inhalte bewertet haben, auch den aggregierten, das aggregierte Resultat sozusagen, um dann in einer dritten Phase darüber zu sprechen, warum war denn das eine Beispiel vertrauenswürdiger, warum das andere nicht. Und interessanterweise bei dem einen Beispiel waren 5 Kriterien total positiv, aber es gab halt ein Kriterium, das so negativ war, dass es direkt eigentlich schon so eine Vertrauens- und also dass es praktisch nicht mehr vertrauenswürdig war am Ende. Und aus Lehrerperspektive ist das Ganze so, dass man verschiedene Materialien zugeschickt bekommt. Wir versuchen es denen natürlich so einfach wie möglich zu machen. Das bedeutet, es gibt ein Handbuch für die Lehrkraft, um sich selbst zu schulen, für weiterbildende Literatur, aber auch um einfach zu sehen, was ist eigentlich, was soll getan werden in diesen Doppelstunden, einen ganz konkreten Lehrplan, was sind die Ziele davon, was sind die Methoden. Wir liefern auch eine Präsentation mit, das heißt, die Lehrkraft muss sich keine Gedanken darüber machen, wie visualisiere ich das jetzt, habe ich Folien, habe ich was auf der Tafel, sondern das liefern wir mit und natürlich auch den Zugang zum Trustomaten, was ja dieses interaktive Praxisinstrument ist, was hoffentlich dann auch aus der Theorie ein bisschen mehr Spaß hervorholt. Und was ich an dem Punkt doch auch noch sagen würde, auch wenn es ein bisschen Werbung ist, wir haben eine Projektförderung bekommen, dass dieses Trust-Checking-Kit, das komplett fertig konzipiert ist und auch schon öfters genutzt wurde, jetzt in NRW und auch in Berlin, also für Schulen in diesen beiden Bundesländern, komplett umsonst ist. Und wir bieten auch davor eine Fragestunde an, wenn man eben Fragen hat, wie man das durchführen kann. Deswegen, wenn heute auch Lehrkräfte zuschauen aus diesen Bundesländern,
Bundesländern. Kommt gerne auf uns zu. Es ist komplett umsonst. Es ist alles durchkonzipiert für eine Doppelstunde. Vielleicht gibt es ja auch mal eine, wie sagt man, eine dieser Ersatzstunden, wenn mal was ausfällt. Das wäre es auch perfekt. Wir haben auch viel darüber nachgedacht, wie man das im Unterricht einbetten kann. Das hattest du ja auch gerade gesagt, dieses Deutsch oder IT. Wir sehen da auch zum Beispiel Geschichte, Fremdsprachenunterricht, Ethik. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal gerne sagen. Kommt gerne auf uns zu. Ich würde sagen, den Werbeblock für kostenlose Bildungsmaterialien lassen wir an dieser Stelle durchgehen. Gunda, ich würde gerne nochmal die Brücke zu dir schlagen. Wir haben es jetzt gerade gehört, wir sehen es in den Studienzahlen, Digitalisierung im Bildungssystem. Da kann Deutschland doch noch mehr machen, aber am Ende des Tages ist es an vielen Stellen ja schon auch aufgrund des demokratischen Kontextes alleine schon ein sicheres System, Bildungssystem, was de facto frei verfügbar ist. Jetzt haben wir über das Thema Ressourcen gesprochen. Es ist klasse, glaube ich, wenn eine Smart School sagt, wir haben hier den ganzen Flügel, den wir umbauen, und es ist klasse, wenn Lehrkräfte kostenfreie Angebote kennen. Das natürlich so in den Landeskontexten, in den Konfliktkontexten und Regionen, in denen du arbeitest oder die du dir anschaust, da sind das vielleicht Luxusfragen. Deswegen würde ich gerne noch mal mit dir so ein bisschen auf das Thema Ressourcen schauen. Wenn du dir jetzt wünschen könntest, weil wir sprachen von verschiedenen Unterstützungsangeboten, wenn du dir jetzt noch mehr Ressourcen wünschen könntest, die es braucht, um das Thema digitale Informationskompetenz sicher und fundiert in diese Region zu bringen, das zu verstetigen, das auszubauen, was braucht es da oder was würdest du dir da wünschen? Ja, dann würde ich, glaube ich, erstmal, also wie gesagt, wir haben ja den Digital Self-Defense Center, aber es sind eben bislang nur 2 Online-Kurse, und dann würde ich das Geld nutzen, um darum wirklich ein richtiges Programm zu bauen, um möglich, also ganz oft ist natürlich auch, also mangelt es unseren Lernenden an den Geräten, an den Endgeräten, dann würde ich gucken, wer braucht noch ein Gerät, dann auch Internetzugang ist natürlich auch vielen Ländern ein Problem. Zum Beispiel, die größte Gruppe bei uns sind Geflüchtete aus Syrien, in den Nachbarländern Syriens. Das kostet einfach viel. In Ländern wie Afghanistan gibt es eigentlich nur mobiles Internet. Also da würde ich dann erstmal versuchen, die Leute wirklich online zu bringen. Und dann auch, dass das Ganze nicht nur self-paced Online-Learning ist, also dass die Leute sich alleine mit den Online-Materialien beschäftigen, sondern dass sie sich auch austauschen können und dass sie eben noch aktiver wirklich ihre Fragen einbringen können. Und das könnte man auf jeden Fall ausbauen. Da könnte man mehr Geld gebrauchen, um das Ganze, um da wirklich noch so eine richtige Community in dem Bereich aufzubauen. Da lässt sich noch viel machen. Aber es gibt ja, also es gibt immer noch was zu tun. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, vielleicht, weil du das jetzt erzählt hattest, gerade in der Phase, in der du dazu gekommen bist oder seit der du das Projekt verantwortest, habt ihr euch vorrangig auch den Bereich Afghanistan angeschaut. Habt ihr noch andere Länder, Region oder Regionen, die ihr euch jetzt in Zukunftsphasen nochmal anschauen wollt, oder wonach entscheidet ihr das auch? Nee, bislang nicht. Also das war jetzt auch wirklich bedarfsorientiert, weil wir gesehen haben, dass es den beiden Sprachen auf Persisch und Paschtu wirklich wenig Inhalte gibt. Wir haben auch geguckt, was gibt es möglicherweise im Iran schon. Das ist ja auch Persisch, eben auch eine der verbreitetsten Sprachen in Afghanistan. Aber da gab es nichts, und dadurch wollten wir erstmal Zugang schaffen. Natürlich potenziell könnte man, also bei den meisten unserer Lernenden ist Arabisch die Muttersprache. Es würde sicherlich auch Sinn machen, das Ganze, die Plattform ins Arabische zu übersetzen. Aber vielleicht gibt es in dem Bereich auch schon Inhalte. Da müsste man auch einfach gucken, was ist schon da. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Vielleicht das Ganze nochmal neu aufbereiten. Das Problem ist ja auch, dass die Inhalte schnell veralten, oft aktualisiert werden müssen. Es werden immer wieder andere Themen hochkommen, die brisant sind. Also das kann man ständig aktualisieren. Das wäre auch so ein Punkt, das Ganze wirklich, das ist jetzt erstmal ein Projekt, das zum Ende des Jahres ausläuft. Aber natürlich fließt das in unseren Kyren Campus ein, und dadurch werden wir die Inhalte auch weiter aktuell halten, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Ich finde noch eine Interessensfrage. Habt ihr Einblick in die Altersverteilung, also die Nutzerinnen und Nutzer bei euch im Digital Self-Defense Center? Oder ist das relativ bunt verteilt? Weil das ist ja auch häufig die Frage, wie schafft man es, alle mitzunehmen, und wie schafft man es, das so zu gestalten, dass es nicht nur vielleicht für uns als Digital Natives irgendwo zugänglich ist?
Da müsste ich mal schauen, kann ich gar nicht sagen, ob das Dashboard das hergibt. Auf jeden Fall, also unsere Plattformen sind generell ab 18, aber natürlich nach oben hin ist Luft, aber weiß ich tatsächlich nicht, wie da die Verteilung ist. Das ist natürlich auch, also klar, wenn man über Inklusion auch in diesem Bereich spricht, dann sollte das auch so aufbereitet sein, dass auch ältere Menschen das verstehen und sich die Inhalte aneignen können. Bei uns ist dann eher das Problem, gerade so im Afghanistan-Kontext, sind die Leute genügend alphabetisiert, um dem zu folgen. Das ist dann wieder, also es gibt ja auch Leute, die quasi Analphabeten sind, die Handys nutzen, digitale Inhalte nutzen. Das ist dann wieder noch ein ganz anderer Problembereich sozusagen. Das ist richtig, aber sicherlich auch kein kleiner. Vielleicht noch mal ein bisschen thematischer Schwung, Lea, wieder zu dir geschaut. Wir haben uns jetzt verschiedene Bereiche angeguckt, die Gemeinnützigkeit, was dort passiert, was es an Angeboten gibt, wie der schulische Bereich aussieht. Jetzt vertretet ihr als Branchenverband, als Digitalverband ja vor allem Unternehmen und Unternehmen, Thema Ressourcen, sind ja häufig ein Ort, wo dann Ressourcen monetär häufig vorhanden sind. Und die Frage ist, wie setzt man es um, wie schult man digitale Kompetenzen, wie schult man im Bereich Nachrichtenkompetenz, Desinformation, aber auch wie nimmt man überhaupt eine Belegschaft mit? Wo seht ihr denn da auch die Rolle von Unternehmen? Welche Rolle können Unternehmen spielen, um das ganze Thema digitale Kompetenzen, digitale Teilhabe voranzutreiben? Also ich glaube, eine sehr essentielle, einfach weil sie auch ein großer Bestandteil sozusagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens sind und einfach auch ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger jetzt auch in Deutschland einen Job in Unternehmen auch haben. Das heißt sozusagen dadurch auch geprägt werden können in der Ausbildung ihrer Kompetenzen beziehungsweise in der Stärkung eines Bewusstseins. Das heißt dahingehend auf jeden Fall auch sozusagen für die gesamtgesellschaftliche Relevanz, aber auch sozusagen in der grundsätzlichen Priorisierung von der Stärkung von digitalen Kompetenzen, einfach weil das wird auch, glaube ich, ein Großteil Unternehmen auch so sehen, dass einfach auch immer mehr eine Voraussetzung dafür ist, dass sie Menschen einstellen können und Menschen auch gut und produktiv mit ihnen zusammenarbeiten können, dass zumindest ein Grundstock sozusagen an digitalen Kompetenzen, Umgang mit digitalen Medien und Technologien irgendwie vorhanden ist. Und da müssen Unternehmen aber auch ganz klar dann selber die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Personen auch qualifiziert werden können. Also dass auch über Qualifizierungsmaßnahmen, die dann als Teil des Einstellungsprozesses vielleicht noch ablaufen, sozusagen Leute auf das Level geholt werden an Digitalkompetenzen, was sie brauchen, um im Unternehmen tätig zu sein. Also ich glaube, es sind sozusagen verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Und um nochmal so ein bisschen vielleicht auch auf die Herausforderungen zu blicken, ist es natürlich schon so, wenn es dann darum geht, weiterführend digitale Kompetenzen auch zu stärken, dass da es einfach wieder beim Ressourcenthema auch bei Unternehmen ganz unterschiedlich ausschaut, wie viele Ressourcen sie haben, wie viele Ressourcen sie aber auch aktiv da rein investieren wollen, ihre Belegschaft weiterzubilden, weil einfach auch kulturell oft, vor allen Dingen, wenn man jetzt in Richtung KMUs schaut oder auch allgemein kleinere Unternehmen, noch nicht so ganz das Grundverständnis verankert ist, dass Lernen ein Erfolgsfaktor sein kann. Also dass auch Kompetenzstärkung innerhalb der Belegschaft am Ende einen Einfluss auf Wettbewerbsfähigkeit und auf Produktivität haben kann. Das ist ein kulturelles Thema, was einfach sozusagen noch stärker vorangetrieben verankert werden muss. Aber auf jeden Fall auch eins, was wir sehen und wo wir auch versuchen mit unserer Arbeit Unternehmen genau dazu befähigen, das zu erkennen und dann das auch als Maßnahme zu nutzen. Vielleicht, Daniel. Dürfte ich ganz kurz da natürlich direkt was hinzufügen? Ich finde, was du gesagt hast, super wichtig. Tatsächlich ist mir gerade noch die Idee gekommen, was nicht so oft diskutiert wird, ist, dass Unternehmen, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung haben, die Belegschaft nicht nur in den klassischen Digitalkompetenzen zu schulen, sondern heutzutage kann ein Unternehmen so einfach unter einem Shitstorm landen. Also praktisch, dass irgendwelche Schlagzeilen in den Medien diskutiert werden, die sehr schwierig sind für das Unternehmen, was dann sehr schnell auch auf einzelne Mitarbeitende sich niederschlägt in den sozialen Medien. Also dass man vielleicht auch angegriffen wird, dass man angefeindet wird. Und das kann heutzutage sehr schnell passieren. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kaum ein Unternehmen, das nicht irgendwo irgendwie auch angreifbar ist. Und ich finde, es ist schon auch wichtig, dass Unternehmen ihrer Belegschaft sagen, wie verhalte ich mich in so einem Szenario? Also wie kann ich mich online schützen? Wie kann ich vielleicht auch mal auch auf LinkedIn zum Beispiel meinen Account hibernaten, also in einen Winterschlaf versetzen, dass man mich für kurze Zeit mal nicht auffinden kann, weil es gerade nicht so unbedingt sicher ist, sich jetzt in zwei Wochen lang als dieses Unternehmen auszuweisen online. Und ich finde, das sind Kompetenzen, die noch nicht so oft
angesprochen werden. Und da sehe ich tatsächlich nicht nur ein Potenzial, ich würde ja schon sogar sagen, ich sehe da eine Verantwortung von vielen Unternehmen, sowas anzusprechen. Das und vielleicht noch auch ganz grundlegend natürlich auch die Sicherheitsfrage. Ne? Also sozusagen eines der größten wirtschaftlichen Risiken für Unternehmen sind auch mittlerweile einfach Cyberangriffe geworden. Das heißt, die grundsätzliche Frage, wie funktioniert technologische Sicherheit, was heißt das alles? Ne? Heißt das nur, dass ich irgendwie auf keine Links in Phishing-Mails klicken soll oder heißt das vielleicht auch, dass ich darauf achten muss, wer hinter mir ins Unternehmen reinläuft, dass diese Kompetenzen auch ganz bewusst gestärkt werden müssen und das halt auch nicht nur so als Pflichtprogramm mit 3 Schulungsvideos abgefrühstückt wird, die dann irgendwie jeder zwangsweise machen muss und jeder genervt ist, wenn man einmal im Jahr diese Mail bekommt, jetzt müssen wir wieder Datensicherheitstraining machen, eigentlich gar keinen Bock drauf, sondern dass man das irgendwie auch mit Gamification-Ansätzen oder halt irgendwie mit einer ganz grundsätzlichen festen Verankerung von der Weiterbildungskultur zum Alltag macht und sicherstellt, dass die Leute daran einerseits Spaß haben und andererseits erkennen, wie wichtig das ist, nicht nur für ihre eigene Sicherheit, aber auch für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, dass man da auch wirklich aktiv ansetzt, glaube ich, auch wichtig. Absolut. Nicole hat es zu Beginn in der Vorstellung dieses Panels gesagt, eine der Fragen, die wir uns anschauen wollten und wo wir jetzt gerade schon mitten in der Diskussion sind, ist ja auch die Frage, wo brauchst du vielleicht neue Allianzen, wo brauchst du vielleicht einen interdisziplinären Ansatz, dass man nicht nur sagt, Unternehmen machen Lösung X, haben Ansatz X, in der Schule gibt es nochmal was Neues, dann gibt es irgendwie die Welt der gemeinnützigen Organisation, der Vereine, der NGOs, die was macht und alle machen irgendwie was Tolles, aber niemand redet miteinander und ich glaube, so Panels sind ein toller Auftakt, um auch mal Leute zusammenzubringen, die sich vielleicht vorher nicht kannten und Perspektiven auszutauschen, weil ihr beiden gerade die Unternehmensperspektive schon angesprochen hatte. Gunnar, vielleicht einmal zu dir geschaut, bei Kyron vielleicht auch etwas weiter gedacht, wo habt ihr da eine Schnittstelle zu Unternehmen, wo seht ihr da auch sinnvolle Allianzen, die man auch außerhalb der NGO-Bubble angehen kann, um diese Themen zu stärken? Ist, glaube ich, in der Tat ein Bereich, in dem wir jetzt noch nicht so wahnsinnig aktiv sind, aber nehme ich auf jeden Fall mal mit, sollten wir uns genauer angucken. Bislang arbeiten wir mit Unternehmen vor allem in Projekten zusammen, wo wir eben versuchen, Geflüchtete direkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das sind so unsere Berührungspunkte. Aber jetzt im Bereich digitaler Sicherheit haben wir da noch nicht so viele Berührungspunkte. Aber ich habe ja auch schon erwähnt, mit dieser neuen Machbarkeitsstudie und der Plattform, die wir planen, dass wir da eben auch so einen Pool bieten wollen für IT-Unternehmen, um sich Ideen zu holen. Also vielleicht gibt es da dann Schnittpunkte. Ja, nehme ich mal mit. Sicherlich. Daniel, wie ist es bei euch? Ihr seid ja damals in der Ideenphase aus Wir versus Virus entstanden, wo ja auch ganz viele andere tolle Ideen entstanden sind. Gibt es da noch ein Ökosystem, in dem ihr arbeitet? Hat sich das so komplett auseinandergelebt oder wie war da so der Lern- und der Allianzbildungsprozess? Weil ihr wolltet ja alle am Ende des Tages irgendwo dasselbe gute große Ziel erreichen. Tatsächlich ist das eher nicht der Fall. Also wir haben gemerkt, dass sehr viele verschiedene Organisationen, die sich aus diesem Hackathon ergeben haben, heute gar nicht mehr existieren. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen jetzt der kritische Teil von dem, was ich heute sagen wollte. Aber ich habe gemerkt, dass es extrem schwierig ist, in diesem Land eine gemeinnützige Organisation zu gründen. Vor allem, wenn man komplett digital ist. Also wir haben theoretisch kein Office, wir sind komplett digital. Und das ist extrem schwer. Projektgelder werden oft nur projektgebunden gegeben. Das heißt, es ist schwierig für eine gemeinnützige Organisation auch einfach Mitarbeitende auf einer administrativen Ebene einzustellen. Es ist sehr schwierig, auch einfach Kommunikationstools wie Slack zu bezahlen etc. Und ich glaube, dass da leider sehr viele richtig tolle Initiativen in den unterschiedlichsten Bereichen nicht gescheitert sind, aber es leider nicht so weit gebracht haben, wie sie es gerne hätten, weil diese Projektförderung so schwierig zu bekommen ist. Und natürlich auf Regierungsseite ist das oft der Fall, dass es mit sehr vielen Auflagen verbunden ist, was man sich als kleine Organisation fast auch nicht leisten kann. Bei uns war das viel Glück, natürlich auch viel Arbeit, dass wir jetzt im dritten und dann auch noch im vierten Jahr auf jeden Fall bestehen. Aber das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir aus diesem Ökosystem leider gar nicht mehr so viel ziehen können. Aber wir haben uns glücklicherweise mit ganz vielen anderen gesellschaftlichen Organisationen, vor allem auch hier in Berlin, aber deutschlandweit vernetzt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Kritik momentan. Es sind sehr viele Gelder gestrichen worden für demokratiefördernde Projekte und sehr viele tolle zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich genau in diesem Bereich Hassrede, Desinformation bewegen und auseinandersetzen, mussten ihre Projekte alle einstampfen deswegen. Und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit eigentlich ziemlich schwierig und auch der falsche Ort, um Einsparungen zu machen. Genau, aber vielleicht das Positive ein bisschen zu beenden zum Thema Ökosystem. Ich glaube, das, was helfen kann, ist, wenn man als unterschiedliche Akteure ein Verständnis
Verständnis hat für die Logik des anderen. Und das sage ich als jemand, der das Thema Desinformation von einer Verteidigungsperspektive kennt, von einer politischen EU-Perspektive, von einer zivilgesellschaftlichen und von der von einer Big Tech Company. Und ich glaube, man muss so ein bisschen verstehen, dass diese ganzen Systeme nicht inhärent böse sind, sondern ihre eigenen Ziele verfolgen und dass es wirklich um den Austausch geht. Also die besten Lösungen kommen dann zutage, meines Erachtens nach, wenn man in einem geschlossenen Raum ist, ohne große Öffentlichkeit, wo es nicht darum geht, sich darzustellen, sondern wo es wirklich darum geht, konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten. Und dann funktioniert das auch. Ich glaube, das wäre so ein bisschen was zum Ökosystem, was ich gerne beitragen würde. Das nehme ich gerne als positiven Abschluss deines Kommentares mit. Und bevor ich mit Blick auf die Uhr und der Möglichkeit, dem Publikum auch nochmal gebe, Fragen zu stellen, würde ich mit euch eine Abschlussfrage gerne nochmal auf die politische Komponente schauen. So ein bisschen, wir haben jetzt gerade in Deutschland viel diskutiert, die Halbzeit der Ampel, vielleicht nochmal für eure Projekte, aber auch aus eurer Perspektive auf die verschiedensten Themen, die wir jetzt gerade angerissen haben, Kompetenzen, Teilhabe, die Frage, wie es mit Desinformation, Demokratie aussieht, was so ein bisschen euer Wunsch wäre für die zweite Hälfte der Ampel bis hin zur nächsten Bundestagswahl. Ihr könnt gerne eine Sekunde drüber nachdenken, denn ich steige jetzt einmal kurz, ich könnte mich dort hinsetzen, aus der Moderationsrolle raus, weil ich würde gerne Daniel einen Punkt aufgreifen, den du gesagt hast zum Thema Förderung. Wie sieht es aus mit einer gemeinnützigen Organisation? Wir selbst beim Digitaltag sind eine gemeinnützige GmbH und haben ein ganz, ganz tolles Partnernetzwerk mit vielen, vielen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, öffentlicher Hand und haben da deswegen das sehr große Glück, dass wir viele starke Partner im Hintergrund haben und haben ein ganz tolles Projekt jetzt in diesem Jahr oder durften Teil eines ganz tollen Projektes sein, nämlich des 100-mal-Digital-Projekts der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist ein Förderprojekt, was vom Bund vergeben wird, wo eben zivilgesellschaftliche, gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit haben, Digitalprojekte, Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Wir haben ein großes Projekt gemacht zum Thema digitaler Barrierefreiheit, also auch da in der Frage, wie schaffen wir es überhaupt, Angebote für eine Zielgruppe zu schaffen, die vielleicht in leichter Sprache gestaltet sind, die mit Gebärdendolmetschung gestaltet sind, einfach um da diese Komponente auch mitzudenken und möglichst viele zu erreichen. Deswegen bei all den Punkten, die du genannt hattest, gestrichene Gelder etc. pp., das ist ein Programm, was jetzt gerade in der neuen Ausschreibungsrunde auch läuft, wo wir sehr profitiert haben als Initiative mit unseren Angeboten zum Thema digitale Barrierefreiheit. Deswegen vielleicht da auch nochmal was ganz Handfestes, weil ich freue mich, wie, glaube ich, viel im Publikum auch, wenn man so ein paar ganz konkrete Learnings und Dinge, über die man mal diskutieren kann, noch mit rausnimmt. Genau. So, jetzt konntet ihr meine Minute Monolog nutzen, um über politische Forderungen nachzudenken. Gerne so konkret oder unkonkret wie möglich, aber mit Blick auf die Landtagswahl, die anstehen. Wir hatten es kurz thematisiert, vor allem auch die Bundestagswahl, die dann ja wieder ansteht. Was wäre denn sowas, was ihr euch von politischer Seite wünschen würdet für eure Arbeit, für die Themen, für eure Projekte? Ich würde sagen, wer zuerst mag, darf zuerst. Okay, dann fange ich an. ich glaube, man könnte jetzt an total vielen Punkten ansetzen, aber ich fokussiere mich jetzt einfach mal ganz kurz auf den reinen schulbildungspolitischen Bereich. Es gibt einige Vorhaben, die gerade so ein bisschen ja entweder langsam laufen oder unter den Teppich gekehrt werden, die aber wirklich zentral sind, um hier sozusagen anzusetzen und Digitalisierung von Schule, Stärkung von digitalen Kompetenzen auch bei Lehrkräften einerseits. Das war jetzt auch was, worüber ich, glaube ich, gar nicht so richtig gesprochen habe, was aber natürlich auch zentral ist und bei Schülerinnen und Schülern zu stärken. Das ist einmal eine Fortführung des Förderprogramms Digitalpakt, womit Schulen seit 2019 mit digitaler Grundausstattung sozusagen versorgt werden sollen. Da sind über 5 Milliarden, also eher 6,5 Milliarden Euro seit 2019 zur Verfügung gestellt worden. Das Programm läuft im Mai 2024 aus. Es gibt nach wie vor keine Anschlussfinanzierung und auch keine transparente Kommunikation dazu, wie es weitergehen soll. Das heißt einerseits hier eine Fortführung und eine Sicherstellung davon, dass diese Förderung weiter bestehen bleibt. Das heißt, dass Schulen sich auch ausstatten können, die Administration bezahlen können, neue Geräte bezahlen können, aber auch digitale Lerninhalte sich sozusagen kaufen können, um Schülerinnen und Schüler auszubilden zu den Themen. Das ist auf jeden Fall einmal zentral. Und dann, wenn wir jetzt so ein bisschen auf das größere bildungspolitische Bild schauen und gerade auch so schön über Allianzen und Ökosysteme gesprochen haben, würde ich sozusagen nochmal klar fordern, dass es einfach wichtig ist, dass hier auch alle Stakeholder, und das sind im Bildungssystem sehr viele, also einmal haben wir 16 Kultusministerien,
Bundesministerien, wir haben ein Bundesministerium, wir haben total viele Schulträger, dass die genau in dem Sinne von dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Ziel, wirklich produktive Ziele zu erarbeiten und produktiv zusammenzuarbeiten und im Interesse der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und Schulen zu arbeiten, sich zusammentun, es weniger um Kompetenzgerangel geht, es mehr um tatsächlichen Fortschritt im Bildungssystem geht, wenn man da zusammenarbeitet, das wirklich in den Vordergrund rückt. Und dann der dritte Punkt, transparent zu dem kommuniziert, was man macht. Transparent zu dem kommuniziert, wo man aktuell ist, was der Stand ist. Wenn wir jetzt im BMBF anrufen würden und fragen würden, wie ist denn tatsächlich so im Durchschnitt die Ausstattung in den einzelnen Bundesländern, wie viele Schülerinnen und Schüler haben Gerät, wie viele Lehrkräfte haben Gerät, könnte das eigentlich keiner sagen, weil das nicht zentral erfasst wird. Also transparente Kommunikation zum Status quo, zu den Vorhaben, gute Zusammenarbeit und Fördergelder natürlich auch. Viel zu tun für eine halbe Legislaturperiode, ja, würde ich sagen, aber der Maßnahmenkatalog ist hiermit gestellt. Ich schaue zu euch beiden. Ja, also ich muss sagen, es ist schön, da so seine Wünsche zu formulieren, aber ich habe vorher auch 10 Jahre bei einem Bundesministerium gearbeitet und weiß, dass halt mit jeder neuen Regierung sich Schwerpunkte verändern und natürlich jede Regierung da bestimmte Schwerpunkte setzen möchte. Insofern, ja, das sollen sie auch so machen. Für uns ist natürlich auch ein Riesenproblem die Projektförderung, die du angesprochen hast. Ein Projekt für ein Jahr ist schön, aber in einem Jahr kann man nicht so viel erreichen. Dann auch immer, dass Gelder an Jahre gebunden sind, selbst wenn es ein mehrjähriges Projekt ist, dass eben bestimmte Gelder in dem Jahr noch ausgegeben werden müssen, dass sie nicht mit ins nächste Jahr genommen werden müssen. Es sind eher so diese Regularien, die schwierig sind. Wir werden viel aus der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik gefördert. Natürlich haben sich da in letzter Zeit auch die Schwerpunkte verändert. Krisen kommen und gehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir arbeiten immer noch an der Nahostkrise, die ja, also damit meinte ich jetzt vor allem den Syrienkrieg, jetzt durch den neuen Konflikt im Nahen Osten, der wieder aufgeflammt ist, natürlich wieder aktuell. Aber auch die Krise in Afghanistan ist nicht vorbei. Klar ist jetzt, ja, ist eine Definitionsfrage, ob man aktuell von einer Kriegssituation sprechen möchte, aber einfach ja, Krisen nicht zu vergessen und nicht nur sozusagen auf die neueste Welle mit aufzuspringen, aber auch ja, Probleme, die weiter bestehen, dass man die weiter bearbeiten kann, das wäre so mein Wunsch. Spannender Punkt und adressiert ja auch ein ganz anderes fachliches Ressort, deswegen auch sehr schön ergänzend. Vielen Dank. Daniel. Ja, ich glaube, ich versuche es ganz konkret und auch knapp zu machen. Das, was mich vor allem interessiert momentan, ist in der nationalen Sicherheitsstrategie, wurde ja schon angekündigt, ganz viele neue Strategien, aber eben unter anderem auch die Desinformationsstrategie oder die Strategie gegen Desinformation der Bundesregierung. Ich weiß, dass es momentan zwischen 4 Häusern koordiniert und geschrieben wird und ich würde mir wünschen, dass diese Strategie zum einen natürlich Hand und Fuß hat und dass es vor allem auch eine Strategie ist, die die geopolitische Implikation von Desinformation versteht, aber gleichermaßen versteht, dass Desinformation oft eine sicherheitspolitische Herausforderung darstellt, aber nicht sicherheitspolitisch bekämpft werden kann, sondern eben mit Bildung. Und das würde ich mir wünschen, dass eben dann auch in dieser Strategie nicht vielleicht sich auf das fokussiert wird, was man gerne schreibt, irgendwelche neuen Technologien oder KI, die das ganze System dann viel besser machen, sondern wirklich das Problem an der Wurzel packt und das eben in die Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz fließt und dass dann dieses Papier sozusagen nicht nur eins von vielen ist, das die Bundesregierung schreibt, sondern eins, das wirklich umgesetzt wird und wo auch die Folgeregierung immer noch die Motivation dafür hat, das anzupacken. Weil ich glaube, dass das an sich kein parteipolitisches Thema ist. Ich glaube, dass das komplett durch die Bank weg gefördert werden kann und das nichts damit zu tun hat, welche Partei man wählt. Deswegen hoffe ich, dass das ganz unabhängig von Ampel oder welche anderen Koalitionen wir haben werden, weitergeführt und durchgeführt wird. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr buntes Stimmungsbild, ein sehr bunter Forderungskatalog für die Abschlussrunde. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie vielfältig die Themen sind, die wir diskutiert haben, wie unterschiedlich auch eure Perspektiven auf die Themen waren und wie viele Ansatzpunkte es auch gibt, Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist das Positive, wie man es framen kann. Es gibt viel zu tun, aber es gibt ganz viele verschiedene Ministerien, Häuser und auch Projekte, die man verstetigen kann, die man ausbauen kann, die man in die Welt tragen kann, überhaupt erstmal zu wissen, was es an Angeboten gibt, wo
sie verfügbar sind und wie man sie dann bestenfalls auch an die Zielgruppen bringt, die man damit erreichen will. Und ich würde es gerne, bevor wir es natürlich gerne nochmal für Fragen öffnen, schließen mit der Zahl, die ich ja zu Beginn schon genannt hatte. 3 von 5 Deutschen würden gerne mehr am digitalen Leben teilhaben. Ich glaube, ihr habt ganz viele tolle Möglichkeiten aufgezeigt, auch ganz handfest Projekte gezeigt, wie das aussehen kann, wie das in Schule aussehen kann, wie das in Krisenregionen aussehen kann, wie das auch aussehen kann, wenn man sich komplett weg von der analogen Welt digital einen Verein aufbaut und dann überlegt, wie man mit einem detektivischen Ansatz da die Welt so ein bisschen mehr vor Desinformation schützt. Deswegen schon an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch fürs Mitdiskutieren. Ein Tag, den ihr euch hier vor Ort, den ihr und den Sie sich zu Hause merken können, ist, und das ist jetzt der Werbeblock, den ich mache, der 7. Juni im kommenden Jahr. Das ist unser 5-jähriges Digitaltag-Jubiläum. Das ist der bundesweite Aktionstag, wo wir uns all diese Themen anschauen, wo es viele Angebote gibt, niedrigschwellig für alle Altersklassen in allen Bundesländern und im Netz zum Thema Informationskompetenz, zum Thema Desinformation, wo wir viel auch mit Schulen aktiv sind. Ihr wart dieses Jahr mit einer Smart School dabei und habt mit 2 Smart Schools und habe die Smart Schools und Seniorinnen und Senioren von der BAXO zusammengebracht vom Digitalpakt Alter, wo wir uns tatsächlich auch immer mal wieder über den Tellerrand hinaus andere Regionen anschauen, was es für Angebote gibt und wo wir auch was lernen können und nicht nur, wo wir Ideen raus in die Welt tragen können. Deswegen schreiben Sie sich gerne auf, notiert es euch gerne, Freitag, 7. Juni 2024. 5. bundesweiter Digitaltag. An dieser Stelle vielen Dank an euch hier vor Ort fürs Durchhalten, fürs Mitdiskutieren. Und ich würde sagen, das ist virtuell und vor allem auch hier ein Applaus wert, bevor ich gerne für Fragen öffne. Vielen Dank. Genau, dann schaue ich gerne mal hier in den Raum und auch einmal in die Kamera, weil auch Sie zu Hause vor dem Bildschirm natürlich die Möglichkeit haben, mitzudiskutieren, wenn Sie möchten. Wenn Sie alle in den wohlverdienten Feierabend möchten, dann habe ich da genauso Verständnis für. Ich sehe eine Frage, genau, kommen Sie gerne nach vorne, schnappen Sie sich einmal das Mikro, das ist an und stellen Sie vielleicht gerne kurz mit Namen und einer Zugehörigkeit vor, dann wissen wir, wer Sie sind. Ja, sehr gerne, mein Name ist... Das sollte an sein? Ja, jetzt ist es an, genau. Ja. Mein Name ist Friedhof Nagel, ich komme von der Gesellschaft für Informatik und das Wort Informatik ist einmal zumindest gefallen, der hat es angesprochen und auch allgemein aufgemacht, so ein bisschen die Metaperspektive und ich glaube, hier wurde sehr viel und auch sehr zu Recht, wie wir auch gehört haben, über das Thema Anwenderkompetenz gesprochen, auch über die Auswirkungen von Technologien. Wenn man das Thema, glaube ich, Teilhabe und Bildung aus einer Metaperspektive betrachtet, dann sollte auch eine Perspektive hinzukommen, nämlich die technische. Also, dass man sich fragt, wie nutze ich es sicher und sinnvoll? Welche Auswirkungen hat es auf mich und die Gesellschaft, aber auch wie funktioniert es? Und ich glaube, auch gerade beim Thema Desinformation ist gerade dieses, wie funktioniert es, ganz entscheidend. Und ich komme gleich zu meiner Frage. Ich möchte nur einen Punkt ausführen, um das ganz gut zu versinnbildlichen. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einiger Zeit, schon einige Jahre her, mal die Frage beantworten müssen, ob man nicht digitale Wahlen in Deutschland durchführen kann. Und das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt und die natürlich auch Teilhabe ermöglichen würde für Menschen, die vielleicht Probleme hätten, sonst zur Wahl zu gehen oder überhaupt auch niedrigschwelligere Angebote zu schaffen. Und eine Begründung neben dem Thema Sicherheit und Cybersicherheit war auch, dass das Bundesverfassungsgericht argumentiert hat, ja, die Menschen würden nicht verstehen, im Zweifelsfall, wie die digitale Wahl eigentlich funktioniert. Weil sie nicht wissen, wie das Internet funktioniert, weil sie nicht wissen, wie Computer funktionieren. Und das würde so viel Nährboden bieten für alle, die diese Wahl anzweifeln würden, gegebenenfalls, auch mit Desinformation, würden sagen, die ist manipuliert, wir können die nicht, dass das Risiko zu groß ist. Und ich glaube, das macht sehr deutlich, warum wir auch informatische, grundlegende Kompetenzen brauchen. Und meine Frage deswegen auch an das Panel ist, welche Rolle informatische Kompetenzen auch beim Thema digitale Teilhabe für euch spielen. Vielen Dank. Bleiben Sie gerne sitzen für die Antwort, wenn Sie mögen. Und ich würde sagen, ich schaue mal das Panel an. Ja, ich finde, das ist super wichtig. Du hast es jetzt eigentlich perfekt schon erklärt und du hast doch eigentlich von dem Punkt gemacht, dass viele SchülerInnen sogar sagen, sie möchten gerne verstehen, wie funktioniert eigentlich der Laptop, wie kann man das reparieren. Tatsächlich musste ich da nämlich eher an deine Antwort gerade denken. Ich finde, das passt sehr gut. Aber vielleicht noch mal ganz kurz den Blog zur Desinformation aufzunehmen. Das ist tatsächlich ein ganz großer Angriffsvektor natürlich, genau für Leute, die dann die Wahl anfechten wollen. Da ist natürlich dann auch gefragt, strategische Kommunikation zu betreiben und im Vorhinein eben nicht, wenn erst der Fall eingetreten ist, schon davor Kommunikationskampagnen zu lancieren, die erklären, wie sowas funktioniert, inwieweit das System resilient ist, inwieweit man sich darauf verlassen kann. Also das ist, glaube ich, eine sehr große, nicht nur technische Arbeit, sondern auch Kommunikationsarbeit, um sowas dann irgendwann mal in Deutschland einzuführen, wenn es dann soweit ist. Aber genau, eigentlich hatte ich tatsächlich so ein bisschen den Connect zu den SchülerInnen. Voll.
Nee, genau, ich habe es ja, glaube ich, vorhin gesagt, dass die Metaebene sozusagen für mich im Verständnis digitale Kompetenzen ist, sozusagen grundlegend Teilhabe zu stärken, also zu verstehen zu geben, wie kann ich Digitalisierung gestalten, und davon sind informatische Grundkompetenzen rund um, wie funktioniert das überhaupt alles, wie kann ich das selber vielleicht auch machen, was sind Dinge, die ich einfacher machen kann, als ich dachte, so, also auch sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch schon irgendwie für Erwachsene, ältere Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist davon grundlegender Bestandteil, und ohne diese informatischen Grundkompetenzen gibt es dieses Verständnis meiner Meinung nach auch nicht. Ich würde es gerne ergänzen. Wir haben uns bewusst damals, als die Initiative sich gegründet hat zum Digitaltag, überlegt, wie wollen wir denn heißen, und das Ganze bewusst digital für alle genannt, weil wir eben der Meinung sind und weil wir das auch sehen und dafür ja Angebote schaffen wollen, dass es neben den Ressourcenfragen, habe ich eine Infrastruktur, habe ich WLAN überhaupt in Schulen, in Altenheimen genauso, habe ich Endgeräte, habe ich Zugriff dazu, natürlich dann auch eine Frage ist der Kompetenzvermittlung, Thema Informatik für alle, Pflichtfach Informatik, informatische Bildung, die sich natürlich Software- und Hardware-Seite anguckt, wo wir das beim Digitaltag viel sehen. Es gibt viele Programmierworkshops, immer verbunden auch mit der Frage, wie funktioniert denn Hardware dahinter, wie funktioniert denn auch ein Vertrauensaufbau in diese Technik, in bestenfalls dann der Hoffnung zu sagen, dass man bei der Frage nach digitalen Wahlen, auch wenn wir uns das politisch natürlich gar nicht spezifisch anschauen, sagen, wir wollen schon eine digital resiliente Gesellschaft aufbauen, die sich auskennt und die auch mitgeht und die auch vorangeht, um Deutschland da nicht nur auch bei Digitalkompetenzen bei einer Schulnote 3 zu lassen, sondern natürlich in all den Faktoren bestenfalls auf die Spitzenplätze zu positionieren. Weil die Ressourcen haben wir. Die Frage ist, wie setzen wir es um, dass wir alle mitkriegen? Vielleicht, um noch eine kurze Anmerkung zu machen und den Werbeblock, bevor ich dann auch wieder gehe. heute ist der Informatikmonitor der Gesellschaft für Informatik zusammen im Stiftverband rausgekommen, und der macht ziemlich deutlich, dass der Stand der informatischen Bildung in Deutschland ziemlich schlecht ist. Also ich glaube, 24% der SchülerInnen, also nicht mal jede vierte Person, wird überhaupt mit diesem Fach im Laufe der Schullaufbahn in Kontakt kommen. Und das ist natürlich eklatant zu wenig, das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass viele Länder sich gerade auf den Weg machen, Pflichtfach einzuführen, aber im Grunde genommen da noch ein weiter Weg zu gehen ist. Und auch das, was die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz eigentlich vorschlägt, nämlich kurzfristig 4 Stunden Pflichtstunden für alle Schülerinnen und Schüler in SEC 1 und 6 Stunden dann in der Ausbaustufe, dass auch das eigentlich aktuell utopisch ist. Und ich glaube, das sollte auch mehr thematisiert werden. Ich weiß, der Bitkom kämpft da sehr eng an unserer Seite und ist sehr engagiert und auch viele weitere. Aber ich glaube, dass es auch in der Diskussion um Teilhabe, auch die Teilhabe an marginalisierten Gruppen in der Digitalisierung, extrem wichtig. Weil die Schule ist eben halt diese Institution, die wir alle durchlaufen. Und wir sollten alle auch irgendwie gleiche Startbedingungen zu haben. Gerade sowas wie informatische Bildung sollte kein Privileg sein. Nicht von denjenigen, die ihre Kinder jetzt in Hacker- oder Makerspaces schicken können, noch nach der Schule, oder sie auf Privatschulen schicken. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, gerade wenn wir um das Thema digitale Teilhabe in der heutigen Gesellschaft reden. Absolut, und genau deswegen, Lea, haben wir uns sehr gefreut, dass wir mit dir, der Applaus kommt berechtigt, das hören Sie zu Hause nicht. Genau, aber genau deswegen zum Beispiel ja mit dir auch die Bildungsperspektive aufs Panel gebracht. Danke für die ergänzenden Fragen und vor allem auch für das ergänzende Statement, weil das natürlich der Punkt ist, wo wir alle mal waren, wo wir alle immer mal wieder sind und wo wir bestenfalls die Grundlagen legen für digitale Kompetenzen als Schlüssel für digitale Teilhabe. Deswegen auch da, glaube ich, gut zurückgespielt auf den Titel dieses Panels. Vielen Dank. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Und in die virtuelle Runde kann ich nicht schauen, aber ich kann aber in die Kamera lächeln. Dann würde ich doch sagen, wir haben es jetzt Viertel vor sieben nicht, da hätten wir sehr lange gesprochen. Viertel vor sieben, dann würde ich es hiermit schließen. Vielen Dank an alle zu Hause, die zugeschaut haben, die vielleicht im Netz mitdiskutiert haben unter den verschiedensten Hashtags und die bestenfalls jetzt nicht mehr zu den 3 von 5 Leuten gehören, die gerne mehr digitale Kompetenzen hätten und mehr teilhaben wollen, sondern schon auch teilhaben. Merken Sie sich den Digitaltag, merken Sie sich vor allem die tollen Ressourcen, die hier genannt wurden. In aller Regel kostenfrei, einfach verfügbar. Teilen Sie es mit denjenigen, die MultiplikatorInnen sein können für diese Themen, damit wir noch viel mehr abholen als die heute hier sitzen und die heute zu Hause vor den Bildschirmen sitzen. Vielen Dank an mein Panel, vielen Dank, dass Sie hier waren, durchgehalten haben, mitdiskutiert haben. Sie sind jetzt hier sicherlich noch herzlich eingeladen auf das Café, den Bier oder den Wein danach. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Danke an euch, und ich würde sagen, damit schließen wir es. Vielen Dank.